Wir starten das jetzt einfach mal ein auf. Aber ich fange noch mal von vorne an, ne? Weil ich möchte Du mich kannst wirklich. noch mal, du kannst noch mal von vorne anfangen. Da lassen wir eventuell, wenn einer partizipieren will, und es kann ja immer nur ein Geist partizipieren. Ja. Das heißt, diese Ja, klar. simplen und einfachen Sachen, die ich immer wieder anspreche, diesen Hass, der mir als Udo entgegenkommt, diesen Brösel Udo, ist ein klares Zeichen von Geistlosigkeit. Ja. Das sage ich jetzt nicht aus einer Arroganz heraus, sondern aus einer Demut, die einfach akzeptiert, was ist. Ja. Und es geht, dass du erkennen wirst, dass die Menschen, die in dir auftauchen, vollkommen normal, vollkommen real, das, was man jetzt, das Normal, wenn ich immer sage, ich spreche normal, das, was man ein Leben lang als Mensch gewohnt ist, ich kann immer nur darauf hinweisen, es ist alles ganz anders. Und in dem Moment, wo du anfängst, mit hundertprozentig sicheren Fakten zu arbeiten, stürzt die Masse der Menschen um dich herum vollkommen ab, wenn du die darauf hinweist. Und das muss man sich tausendmal anhören. Und jetzt ist die Schwierigkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel abgesaut war, meistens verbal. Ich muss sagen, als Udo habe ich mit solchen Menschen in dieser Realitätsebene der sinnlichen Wahrnehmung überhaupt nichts zu tun. Diese Handvoll Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind alle sehr liebenswert, die sind bemüht, die sind dann auch entsetzt. Ich rede jetzt von einer Interpretation einer Physiognomie eines Menschen, der vor mir steht, weil man anfängt, das zu verstehen. Und es ist eine unendliche Arroganz in den meisten Figuren in Bezug auf ein Wissen, das man nicht überprüfen kann. Ja. Ich will dir so Musterbeispiele nennen, das ziehen wir jetzt ganz kurz nochmal vorne weg, bevor du mir das erzählst, wo du gerade angefangen hast. Und jetzt ist ganz wichtig, ich habe so oft gesagt, es gibt keinen geistloseren Menschen wie den, der glaubt, er könnte einen Dummkopf erklären, dass er ein Dummkopf ist. Der Dummkopf ist nur ein Spiegelbild von ihm selbst. Ich reduziere das einmal. Man muss genau aufpassen. Und jetzt auch wieder vorneweg. Ich erkläre es dem, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Und das ist hundertprozentig sicher nicht der, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Video anschaut. Sondern der, der sich den ausdenkt und dann sich mit dem verwechselt, der vom Computer sitzt. Das ist die erste Hürde. Und da stürzt die Masse komplett ab, weil sie das nicht akzeptiert, dass sie als denkender Geist was anderes sind wie ein Gedanke von sich selbst. Du weißt, wir sind tausende und abertausende Mal, ich sage, an was denkst du, Geist, wenn du an dich selbst denkst? Und dann taucht dieses Körpergefühl, dieser Gedanke an deinen Körper auf. Und in dem Augenblick, wo du an was anderes denkst, bist du immer noch derselbe Geist, es tauscht sich nur deine Information aus. Diese Information tauscht sich nicht aus in dem Kopf, den du dir ausdenkst, wenn du an den Kopf deiner Person, an diese Maske denkst, sondern er tauscht sich in den roten Kopf auf, von dem du nichts weißt, von dem die ganze Welt nichts weiß. Das ist das eigentliche Zentrum in unserer Kamera Obscura, wo ich nochmal reingestellt habe. Das ist dieser Punkt, dieses Nihilo aus Creatio ex Nihilo, aus dem alles entspringt, aus dem wo du was auswählst. Man kann das Gott nennen oder man kann das Internet nennen, wie du auch willst. Natürlich, sobald ich an ein Internet denke, habe ich dasselbe Problem. Dann habe ich eine Vorstellung von etwas, was nur ein Symbol ist für die Energie in der Einstein-Formel, die ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt wird. Was sich dabei austauscht, ist nur die Information. Jetzt kann ich noch darauf hinweisen, dass das Wort Information heißt, eine Form ist innen, wobei im Lateinischen, habe ich so oft gesagt, die Vorsilbe in auch eine Verneinung ist, die eigentlich keine Verneinung, die keine Form ist. Weil was ist die Erdkugel, wenn du die jetzt denkst? Ich rede mal nur feinstofflich oder auch bildlich im Kopf vorstellst, was ist die in deinem Kopf drin? Und jetzt musst du schon wissen, da ist kein Gehirn mehr. Da ist es. Das ist, das zu akzeptieren, trennt die Spreu vom Weizen. Da kannst du ganz, ganz klar, ich bleibe jetzt wieder auf dieser normalen Bröselebene, wie ich das nenne, als Trockennasenaffe und der Trockennasenaffe. Bei solchen Gesprächen merkst du sofort, ob ein Hauch von Geist da ist. Und wenn hier nur Widerspruch kommt und ein Nicht-Akzeptieren, du magst dir nur Ärger, wenn du das versuchst zu erklären. Es ist so, wie wenn du einem Computer versuchst zu erklären, dass er Computer ist. Du kannst einem Haufen ausgedachter Materie nichts erklären. Und jetzt kommen so kleine Sätze, die muss man wirklich tausende Male hören, weil du stürzt in deinem menschgelebten Alter auch immer wieder ab. Wenn du jetzt an irgendetwas denkst,
entsteht in dir eine Information. Egal an was du denkst, es entsteht, weil du das denkst. Ich rede mit einem Geist. Und wenn du jetzt an einen Menschen denkst, schon an Menschen kannst du gar nicht denken. Weil ein Mensch ist eine Lebensgeschichte. Du kannst jetzt zurückgehen, ich habe vor 30 Jahren schon jetzt gedacht, das habe ich natürlich auch jetzt getan, weil für mich gibt es bloß hier und jetzt, habe ich darauf hingewiesen, dass zum Beispiel die Schulmedizin, der normale Mediziner, nicht einmal den Unterschied zwischen einem Menschen und einem Körper kennt. Für die ist das das Gleiche. Wenn ich das jetzt anspreche, ist das natürlich logisch. Das ist aber nicht logisch, weil alles Existierende sowieso vergänglich ist. Von Augenblick zu Augenblick. Das ist das Ewige hier und jetzt. Du kannst eine Person nicht retten. Ein Säugling muss sich auflösen, dass ein Schulkind wird. Du redest gegen eine Wand, wenn du versuchst, es einem Materialisten zu erklären. Er kann nichts dagegen sagen, weil es hundertprozentig sicher ist, dass das auch seiner Logik entspricht. Aber er wird es nicht akzeptieren. Und dann kommt diese Arroganz eines nachgeplapperten Wissens. Und ich bitte mal zwei, heute Morgen kriege ich wieder so einen Brief, da müssen wir ganz, ganz kurz drauf eingehen, wo ich immer wieder die Hoffnung habe, es hätten welche verstanden und die stürzen immer wieder ab. Und was ich jetzt nicht mehr mache, und das ist ein Reinigungsprozess, ich meine ich jetzt natürlich nicht den Udo. Ich werde schonungslos aufräumen. Das hast aber du in der Hand, weil ich nämlich du bin. Das heißt, diese Bemühungen, die du jetzt gerade ansprichst, diese unendliche Geduld, die lege ich nur an den Tag, wenn ich einen Hauch von Hoffnung habe, dass hier irgendein Geistesfunken hinter einer Maske steckt, den ich wach machen kann. Und das ist ein intimes Spiel, ist auch immer wieder, das spielst du mit dir alleine. Du musst dein Menschenleben dabei überhaupt nicht verändern. Aber du wirst immer mehr die Sinnlosigkeit erkennen, Gedanken von dir, Protagonisten in deinem Traum erklären zu wollen, dass sie nur deshalb existieren, weil sie jetzt von dir gedacht werden. Wenn das rote Ich, der Geist, mit dem ich jetzt spreche, wenn das rote Ich das erkennt, dann hat es überhaupt nichts zu tun mit Hybris. In dem Moment, wo man sich selbst rot geschrieben, also nicht denkbar, diesen Geist, wenn da noch ein Hauch von Verbindung mit dem Körper ist, dann bläht sich die Hybris auf. Und dann geht es dahin, dann werden die Größen wahnsinnig. Da ist aber nicht Holofeeling dran schuld, sondern das Ego. Aber Udo, deswegen wollte ich ja wirklich mit einem Lobpreis anfangen, weil den Geist in mir, man kann nur immer wieder lobpreisen und den Udo, ich muss auch den Udo so viel Dank aussprechen, weil die Gruppe, mit der ich mich jetzt getroffen habe in Chemnitz, ich hätte mir nie vorstellen können, dass das so eine liebevolle Gemeinschaft im Umgang miteinander ist. Also wir haben uns gestern getroffen, wir waren in der Puppenstube schon mal wieder gemeinsam. Also ich kann nur sagen, was Holofeeling aus uns gemacht hat, oder der Geist aus mir, ich denke sie mir ja aus, aber so viel Freude und so viel Verständnis, das hätte ich mir vor 2 Jahren oder vor einem Jahr nicht träumen lassen, wie wir jetzt miteinander umgehen. Und dafür wollte ich einfach auch dem Brösel Udo danken. Deine Geduld, deine Liebe, wie du die Worte verwendest, da weiß ich gar nicht, wie ich dir da, dass ich dir da sagen soll. Ich kann nur immer wieder sagen, danke, 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 danke. Ich bin das, was ich bin, und das muss ich genauso sein oder ja. Die Rolle spielen. Hier bin ich, hier stehe ich. Ich kann nicht anders, so wie all das, was du gemacht hast, als Helga in dem Spiel, wo du aus dir diese Vorträge organisiert hast. Und ich sage immer wieder, erinnere dich an den Blindfeld, diese zwei Teile, diesen Petra-Robert-Brief, wo ich dann hier ja der Petra schreibe, ich habe noch niemals zu irgendjemandem gesagt, er soll einen Vortrag organisieren. Das ist dir doch eingefallen. Das ist dieser Geist in dir, der ich zu sein behaupte. Ja. Der dich jetzt den Udo ausdenken lässt, der dich jetzt dieses Video ausdenken lässt. Dich meine ich nicht die Helga, die du dir ausdenkst. Mit dich meine ich auch nicht den, der du jetzt zu sein glaubst, der vom Computer sitzt, sondern der sich jetzt das alles ausdenkt, aufgrund von Worten. Das, wenn man das einmal versteht, diese Filmbeispiele, wo ich bringe immer aus dem Udo-Leben, das ein Leben ist wie, es ist einfach nur ein Protagonist in deinem Traum. Wenn man das akzeptiert, dann ist man einen ganzen Schritt weiter und es ist ein intimes Spiel. Ich kann nur den Geist wach machen, der mich jetzt ausdenkt.
alles, was du dir ausdenkst, ist immer nur, weil du das denkst. Und wenn du reagierst, du kannst einen Gedanken nicht erklären, dass das ein Gedanke von dir ist. Und ich wiederhole ich nochmal, weil das so wichtig ist. Ich merke ja, wenn ein Hauch von Geist ist, dass das immer wieder vergessen wird. Wenn du jetzt, und ich sage jetzt gezielt an einen Menschen denkst, und ich habe gerade schon geklärt, an einen Menschen kannst du gar nicht denken bildlich, den kannst du dir nicht vorstellen, weil ein Mensch ist eine Menschengeschichte. Ist ein Leben von einem Säugling bis zum Greis, das nenne ich Mensch. Was für ein Bild willst du dir da machen? Du musst, wenn du an einen Menschen denkst, an einen gewissen Körper denken und dann ist dir mit deiner Logik natürlich klar, dass der vom Säugling bis zum Greis sich ändert, aber egal welche Facette du jetzt vom Säugling bis zum Greis rausziehst, das ist ja nicht der Mensch. Man müsste meinen, dass ein vernunftbegabter Mensch, ein Homo sapiens, das versteht, dass ihm das einleuchtet. Da wird mir jetzt keiner widersprechen. Aber du wirst in deinem Alltag merken, dass die Masse, die absolute Masse, und ich kann immer nur sagen, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Es bleiben Gedanken, die wollen kein ewiger Geist sein. Die reden dann von Seele, aber ist doch schon wieder was Ausgedachtes. Auf jeden Fall, wenn du jetzt an einen, ich sage jetzt gezielt, an einen menschlichen Körper denkst, was ist der Unterschied, ob du dir jetzt einen menschlichen Körper vorstellst? Denken heißt ja schon, es taucht was auf, ich sage immer von dem Zentrum in dein Innerhalb, von dem absoluten Mittelpunkt in das Innere. Ist ja nur ein Gedanke. Ob ich diesen Körper jetzt Gedanken nenne oder Information nenne oder Mensch nenne, es ist eine Information da, der gebe ich einen Namen. Und du merkst jetzt schon, das ist Information ist sehr neutral. Mensch ist schon nicht korrekt, Körper ist korrekter. Das ist die Benennung der Information. Aber was ist jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt an einen Osterhasen denke? Oder an ein grünes Mastmännchen? Ich forme nur meinen Geist, gebe ich eine andere Form. Das ist hundertprozentig sicher. Ist auch so. Solange ich in dem Wahn lebe, ich habe mit einem Gedanken, den ich denke, nichts zu tun, bin ich vollkommen geistlos. Ich rede jetzt absolut von einer Ich-Form, weil ich bin der Einzige, der das verstehen kann. Und wenn ich es jetzt so mache, jetzt mach dir mal bewusst, was jetzt da ist. Ich könnte jetzt wieder den Jesus zitieren. Ich könnte auch sagen, mich selbst. Aber das hat nichts mit biblischer Geschichte zu tun. Da kommen nämlich die Widersprüche, dass das Symbole sind. Ich behaupte, es hat niemals in der Vergangenheit an Jesus gegeben. Dann sage ich, das bin ich. Aber ich behaupte auch, dass ich du bin. Ja. Ich bin der, der sich das alles ausdenkt. Und was du dir ausdenkst, wird gesteuert, wird bestimmt von deinem Schwamminhalt, von dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. So wie ein Computer nur die Bilder aufschmeißen kann, die ihm im Moment zur Verfügung stehen als Daten und Programme. Aber jetzt ist halt das Schöne, dass jeder Computer, das denken wir uns jetzt natürlich, mit dem Internet verbunden ist. Und er weiß es nicht zu nutzen. Weil du aus den ganzen Möglichkeiten, die prinzipiell von dir geöffnet werden könnten, prinzipbedingt, ein Nichts, ein absolutes Nichts bloß benutzt und zur Anschauung bringst. Ja. Und da kommen jetzt die ganzen Filter, aber ich will zu diesen Massenmenschen nochmal zurück. Ich habe da noch nie einen Hit draus gemacht, dass die normalen Menschen, die ich mir ausdenke, die Masse ist nur der Hintergrund für die wenigen Guten. Und die wenigen Guten sind letztendlich dann bloß einer, das ist der träumende Geist. Ja. Und du kannst jetzt in alte Vorträge reingehen und jetzt muss ich wieder normal, normal zeitlich reden und dann kannst du feststellen, dass wenn du dir Vorträge anschaust, hier vor 20, 25 Jahren, die wir uns jetzt denken, wohlgemerkt, das war nie was in der Vergangenheit. Du kannst dir hundertprozentig sicher de facto, das Faktum besteht darin, dass du jetzt was denkst und es entsteht hier und jetzt in deinem Kopf, was du denkst. Und wenn ich jetzt an eine Vergangenheit denke, dann entsteht de facto jetzt eine Information, die niemals in der Vergangenheit war. Und das Reden mit Menschen, die Äußerungen, die ich kriege, und jetzt mache ich einmal ganz kurz hier, ich schalte ganz kurz einmal den Bildschirmteilen ein. Das sind so die Stellen, ich hoffe, dass ich da nicht so weit zurück muss. Das geht jetzt nicht um eine Verteidigung, ich sage das gleich von vorne weg. Das ist hier diese Kleinigkeit, die hier in dem Selbstgespräch angesprochen wird, wo ich dann hier diesen Eintrag kriege. Ja.
Und du merkst jetzt, man muss das wirklich auf sich wirken lassen. Das ist, wenn man sich das Video anhört, das vorhergehende, da spreche ich ganz liebevoll darauf an, dass er einschläft. Mir ist vollkommen klar, ein Gedanke von mir kann das eh nicht verstehen. Es muss ein Geistesfunk dahinter sein. Und jetzt, wieso bekomme ich in unseren Chat, der hat mir also eine Kleinigkeit geschrieben, dass ich in das YouTube-Video das Selbstgespräch mit eingebunden habe, weil das sehr lehrreich ist. Kann mich nicht daran erinnern, dass du mich vorab gefragt hast, ob ich damit einverstanden bin oder nicht. Das ist Ego. Es ist eine reine Verwechslung mit dem Körper. Aber jetzt kommt der große Hammer. Ich sage noch, das ist ein Nickname. Ich weiß nicht, wer das ist. Die Schwierigkeit ist, sobald du was liest, und das wiederhole ich immer wieder, ist es bei dir installiert. Sobald du was liest, das Einzige, was jetzt existiert, ist dieser Bildschirm vor dir, wenn du den anschaust und diese Schriftzeichen. Mhm. Das ist hundertprozentig sicher. Ja. Und du wirst jetzt aufgrund dieser Schriftzeichen, ich wiederhole das immer wieder, das ist die Quelle allen Leids, die du Geist erlebst. Ich kann es nicht oft genug sagen. All dein Leid, all deine Angst, dein Überlebenskampf wird von einer Sekunde im Hier und Jetzt weg sein, wenn du das verstanden hast. Und verstehen kann es nur der Geist, dieser träumende Geist, der die Quelle für seinen eigenen Traum ist. Und solange du in einer ständigen Selbstverwechslung mit einem Gedanken bist, den du Ich nennst, in dem Moment, wo du an diesen Körper, an dieses Leben, an dieses Programm denkst, bist du in einem Gefängnis, in das du dich selbst einsperrst. Es ist das Gefängnis, wo ich sage, wo jeder eingesperrt ist, der meine göttlichen Gebote bricht. Mach dir kein Bild von dir selbst. Du bist ein Gotteskind, du bist ein ewiger Geist. Wenn du mich sprechen hörst und wenn du nur ein Gedanke bist, ein ausgedachter Mensch, hast du sowieso keine Überlebenschance. Es ist wie eine Figur in einem Traum. Das ist Holofeeling. Holofeeling ist nicht dazu da, dass du irgendwelchen Protagonisten in deinem Traum, irgendwelchen Menschen, die du dir ausdenkst, irgendwas erklärst. Es sind Selbstgespräche vom ersten Tag an. Das ganze Ohrenbarungswerk, die über 20.000 Seiten beginnen mit Ich bin du, rot geschrieben. Und dann guck daher danach, dass du es schnellstens wieder rausnimmst. Sag da mal, ich habe das überhaupt nicht reingestellt in das YouTube, weil ich keinen YouTube-Kanal habe, ich sage das immer wieder. Dann müsste er hier jetzt unseren jetzt ausgedachten Redo anschreiben. Der hat dieses YouTube veröffentlicht. Ich habe die Aufnahme gemacht und habe sie in unseren Chat gestellt. Das ist aber Privatbereich. Ist ja nicht öffentlich zugänglich. Weiß ja nicht, ob du das generell so machst, aber es geht so eben nicht, ohne mich vorab zu fragen. Was ihm gar nicht klar ist, wer ist es eigentlich? Es ist ja eh bloß ein geheimnisvoller Nickname. Ja. Ich weiß nicht, wer das ist. Für mich ist es ein Gedanke, einfach nur ein Idiot, ein hochgradiger Idiot, der hier einen Größenwahn hat. Aber jetzt geht es erst richtig los. So viel zum Thema Ego und Ego-Boosting. Du brüstest dich hier mit einem privaten Chatverlauf zwischen uns und stellst den einfach so ohne eine jegliche vorherige Absprache mit mir öffentlich auf YouTube in dein heutiges Selbstgespräch. Habe ich ja gar nicht gemacht. Ich veröffentliche keine YouTube-Videos, weil mich die Menschen da außen nicht interessieren. Mich interessiert nur die Geistesfunken. Das ist ein Geist, immer wieder. JCH vorm Bücherregal reduziert sich auf einen Geistesfunken, sobald er in einen Traum fällt, weil er sich dann mit einer Person verwechselt. Das ist das, was ich erkläre. Mit anderen Chatverläufen hast du es wohl bereits ähnlich veranstaltet und die Leute vorab auch nicht gefragt. Merkst du, der spinnt sich jetzt? Jetzt ist das Problem, spinnt sich der was zusammen oder spinne ich mir was zusammen? Ich mache jetzt nämlich, ich würde, wenn ich das unbewusst mache, genau den Fehler machen, wo jeder normale Mensch macht. Du musst sehr genau zuhören. Ich mache aus diesen Worten ganz persönlich geprägte Vorstellungen, die sich in mir aufbauen. Du musst dir jetzt denken, dass du jetzt der Udo bist, den du dir ausdenkst. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, egal welchen Menschen du dir ausdenkst, der wird das denken und tun, was du dir denkst, dass er denkt oder tut. Udo ist doch jetzt nur eine Lautsprecherstimme. Ob du geschriebene Worte siehst und dann Vorstellungen draus machst, du Geist, du bist der Einzige, der sich Vorstellungen draus macht. Ich wiederhole nochmal, einen Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und alle Figuren in einem Traum werden so sein, wie du sie dir ausdenkst.
Wenn du jetzt an Wissenschaftler denkst, dann entstehen die in dem Moment oder an Philosophen oder an Märchenfiguren oder an christliche Figuren, an einen Petrus, an einen Abraham, an einen Sokrates, was auch immer. Die entstehen hier und jetzt in deinem Kopf als Information, wenn du sie denkst, und die Grundlage ist Wissen. Es ist ein Wissen, das du in dir vorfindest, das du zum Denken benutzt. Stimmt oder stimmt? Ja. Und hättest du dieses Wissen nicht, könntest du dir die Figuren gar nicht ausdenken. Ja. Okay, sowas ist unter aller Sau. Ich zeige hier lediglich sehr deutlich auf, dass du, Udo, bezüglich uns und damit alles nur Gedanken, den damit wesentlich verbunden werden, wie eben besprochen, gerade der Vertrautheit, Intimität. Für mich gibt es nur eine Intimität. Ich kenne keine Vertrautheit, weil Menschen, die ich mir ausdenke, sind Gedanken von mir, von denen erwarte ich nichts. Es ist ein Spiel, man spielt es mit sich selbst. Leben ist ein Spiel, das spielt der träumende Geist mit sich selbst in unendlich vielen Facetten, die er Menschen nennt, die er sich ausdenkt. Und all diese Menschen, die er sich um sich herum ausdenkt, sind zuerst einmal Spiegelungen seines eigenen Charakters, Spiegelung, Charakter Abi, auf Hebräisch geschrieben, das schöpferische Wissen seines Intellekts. Das ist der Charakter. Das ist jetzt wertfrei ausgesprochen. Sag mir, mit wem du gehst, mit wem du dich umgibst, und ich sag dir, wer du bist. Und ich habe gerade am Anfang gesagt, die wenigen Menschen, wenn ich jetzt den Udo-Charakter nehme, die wenigen Menschen, mit denen ich auf der Brösel-Ebene von Auge zu Auge Kontakt habe, sind alles extrem liebenswerte Menschen. Das ist das, was jetzt bei dir passiert, Helga. Ich rede wieder normal. Ja. Wir brauchen aber zum einen das andere. Das ist der Kontrast der Masse drumherum. Sind vollkommen geistlose Zombies. Ja. Die du dir ausdenkst, wenn du jetzt eine Zeitung in die Hand nimmst, die auf die Straße gehen, die streiten, die demonstrieren, die Politiker, egal um was es geht. Es sind einfach nur vergängliche Gedanken. Sie sind schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Und das jetzt einen normalen Menschen zu sagen, das sind Cleverbots. Ich habe so oft auf einen Cleverbot hingewiesen. Wenn du jetzt einen Hauch von Intellekt hast, dann gehst du ins Internet, dann gibst du Cleverbot ein, dann kommt eine Zeile, das ist wie wenn du mit einem chattest und dann unterhalte ich mit der Maschine, da sitzt keiner. Das ist einfach nur ein Programm, das auf deine Worte reagiert. Du bist als normaler Mensch nichts anderes. Das hier ist hundertprozentig von einem Cleverbot geschrieben, weil ein Geist ist da nicht dahinter. Ja. Okay? Das heißt, gerade der vertraut hat, als jener eben noch absolut gar nichts verstanden haben kannst, denn ansonsten würdest du auch genau solche Scheißaktionen erst gar nicht bringen. Verteile deinen Sechsen, weil ich dann geschrieben habe, sechs Sätzen, er hat nichts verstanden vor Holophilie. Hier also besser mal an den Udo und Konsorten. Und er lässt natürlich dann nicht los, pass auf. Hier nochmal, sollte diese Szene heute nicht sofort wieder aus dem Video herausgeschnitten werden, werde ich Strafanzeige gegen dich erstatten. Ich bestimme hier immer noch selbst darüber, wo genau meine Worte und mein Nickname landen und wo nicht. Da merkst du, wie geistesgestört diese Figur, wenn das ein Mensch ist, das ist ein Nickname. Ja. Mein Nickname. Du kannst den Nickname sofort machen, wenn du irgendwo gehst, irgendein Forum, und nachher gibt den Nickname an, und wenn der da nicht drin ist, kannst du den machen. Der wird doch gar nicht erwähnt. Wer steckt da eigentlich dahinter? Ein Nichts. In deinen narzisstischen Holofeeling-Selbstgesprächen zu deinen sektiererischen und verleumdeten Zwecken jedenfalls sicherlich nicht. Ich bin keiner von deinen leichtgläubigen Schäflein-Anhängern oder 24-7 um dich herum tanzen wie ums goldene Kalb. Merkt dir das? Dann habe ich mir die Freiheit genommen, das ist ein Auszug aus Gestatten. Ich bin Jahwe, die Heiligkeit des bösen Ich-UB. Alien lobt dir Satan, rot geschrieben, der Allmächtige. In den Höhen des Himmels, wo du herrschst, und in den Tiefen der Hölle, wo du besiegt im Schweigen träumst. Blaues Du. Gib, dass meine Seele einst unter dem Baum der Erkenntnis neu bei dir ruht, zur Stunde da über deiner Stirn gleich einen neuen Tempel sich, seine 2G, denk an unser Gag, ausbreiten werden, rot geschrieben, was auch immer das heißen mag. Jetzt pass auf. Er kann nicht nachlassen. Das ist normaler Mensch. Schick deine Mist von mir aus jemanden, der ihn ernst nimmt. Moment, ich habe noch niemals von mir aus irgendjemanden groß angeschrieben. Ich habe hier in dem Selbstgespräch, wenn du das anhörst, sogar gesagt,
ganz selten auf den unendlichen Müll, der zu dem Udo ankommt, der beim Udo auftaucht, ganz selten, dass ich antworte. Ich habe auf dieses Mail nur deshalb die Antwort, weil ich wusste, dass genau das drauf kommt von diesem Cleverbot. Ja. Um das nochmal klar zu machen, und jetzt fragst du geistig, inwieweit du in deinem Alltag noch auf so ähnlich auf andere Sachen reagierst. Und das, was reagiert, bist nicht du, du bist der, der das erlebt. Du bist der Geist, der das erlebt, was dein Ego mit dir macht. Ja. Okay? Also lass uns das noch gar fertig machen, mit dem es hier tatsächlich zu tun hat. Udo, ich für meinen Teil falle jedenfalls nicht auf deine toxisch hochmanipulative Masche herein. Inwieweit manipuliert der Udo in irgendeiner Form Menschen? In was für Richtung manipuliert er, wenn ich sage, mir geht der Mensch am Arsch vorbei, der du zu sein glaubst? Mich interessiert der Geist. Ich mische mich in das Leben eines Menschen überhaupt nicht ein. Sag nicht, was du essen darfst oder nicht essen darfst, was du glauben sollst oder nicht. Ich erkläre dir, was du bist. Und das erkläre ich den Geist, der sich eine eigene Welt ausdenkt. Und ganz grob, wie du funktionierst. Jeder, der etwas Durchblick hat und sehen kann, erkennt auch, dass dein IQB hier nach außen hin lediglich eine sehr dicke Deckmantel für dein derzeitig angekratztes Überego darstellt. Ich kann dir sagen, es gibt in deiner Welt keinen demütigeren Menschen wie den Udo. Ja, das ist das. Das ist jetzt übrigens keine Verteidigungsrede. Ja. Nicht im geringsten. Ich werde mich nie, das ist ein Lernprozess, den man hat, wenn man sich verteidigt. Ich sage, jeder hat recht, er hat vollkommen recht. Es wird für den Geist, der mit diesem Programm arbeitet, genauso sein, wie er sich ausdenkt. Dass hier gerade dermaßen am Rumwüten ist, mein Ego wütet rum. Ich bin immer ein Spiegel. Denk an den Petra-Robert-Brief. Ja. Am Ende, wo ich sage, in einem Jahr habe ich schon gesagt, ich bin als Udo, wenn ich auftauche, ein Spiegel deines Charakters. Was siehst du in mir? Das, was die Helge in mir sieht, ist sie selber. Was er in mir sieht, ist er. Ja, so ist das. Er macht es. Er wütet drum. Das ist das göttliche Prinzip. Das, was du im Udo siehst, bist du. Im Positiven wie im Negativen. Ja. Im Positiven wirst du immer mehr dahin wachsen, mit Demut. Und im Negativen wirst du versuchen, Menschen abzusauen und ihnen klarzumachen, dass sie nicht recht haben. Ich betone, für mich hat jeder, egal was er äußert, recht. Es wird für dieses Programm, für diesen Geist, der diese Perspektive als richtig ansieht, ist das seine Richtung, in die er schaut. Aber was ist mit all den anderen Facetten? Oder deswegen wollte ich dir ja auch Danke sagen. Ich hätte gleich Moment, lass uns das einmal, weil das sehr wichtig ist. Ja, das ist wichtiger wie alles andere. Das ist wichtiger wie Wörter auffächern. Ja. Okay? Am Rumwilden ist und ist sogar nicht scheu dafür, unbeteiligte Dritte mit reinzuziehen. Für mich gibt es keine Zweite und keine Dritte. Für mich ist nur der interessant, der Erste, der sich alles ausdenkt. Ich nenne es einen träumenden Geist. Ja. Ich kann nur diesen einen wach machen. Niemals irgendeine Figur, die von dir ausgedacht wird. Und die überleben auch nicht. Figuren, die du dir denkst, lösen sich schon wieder auf, wenn du sie nicht denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Mach dir kein Bild von dir selbst, sonst bist du eine vergängliche Erscheinung und du kämpfst ums Überleben. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel. Du darfst dir das ausdenken. Das machst du ja sowieso als träumender Geist. Du hast ja als ausgedachter träumender Geist keinen Einfluss drauf, was du träumst. Aber du kannst der werden, der ganz bewusst beobachtet, was er träumt und wie er darauf reagiert. Diese ganze Scheiße, die du hier gerade abziehst, nennt sich in Fachkreisen auch narzisstische Wut und Schuldumkehr. Und sie dient in diesem Fall lediglich der öffentlichen Verleumdung, um dein Ego dadurch wieder pushen zu können. Wen habe ich denn verleumdet? Das ist ein Nickname. Ich weiß doch gar nicht, wer das ist. Das ist das Beispiel, darum habe ich das mit einem Nickname aufgebaut. So viel zu deiner Scheinheiligkeit, mit der du, Udo, dir hier für alle wirklich wachen Geister lediglich selbst ein Armutszeugnis ausstellst. Wer dich jetzt also noch zu 100% für voll nimmt, ist selber schuld und dem ist so ohne weiteres auch leider nicht mehr zu helfen. Und nein, ich bin kein Küchenpsychologe. Ich sage jetzt, du bist schlichtweg einfach nur ein Gedanke, den sich jeder normale Mensch ausdenkt, der diese Zahlen liest, wenn er unbewusst ist. Stimmt oder stimmt? Ja, absolut. Es ist einfach nur ein vergänglicher Gedanke, der überhaupt keine Überlebenschance ist, der es gar nicht wert ist, dass er weitergedacht wird. Ja. Aber was passiert jetzt, wenn du geistig mit dem verwechselst und sagst, das bin ich? Ja.
dann bist du Geist und du hängst in einem Gefängnis. Ich sage, du wirst sehr schnell merken, wo ich immer sage, das ist eine reine KI, ein Cleverbot, ob ein Cleverbot ist. Mein ganzes Bestreben, die Geduld, die du dem Udo zusprichst, den du dir ausdenkst, der natürlich auch so ist, wie du ihn dir ausdenkst, Helga. Das ist klar. Aber ich sehe, ich auch hier geht, ich bin nur ein Spiegelbild von Geist. Ja. Geist ist rot geschrieben. Ja. Und jetzt mache ich gleich nochmal ein zweites kleines Beispiel dazu. Das ist das hier, da muss ich jetzt da reinspringen. Da kriege ich heute Morgen ein Mail, jetzt versaue ich wieder ab. Das ist jetzt aber mit Namen. Kleinen Moment. Da kriege ich hier ein Mail, da habe ich jetzt geöffnet. Das ist auch, da nenne ich jetzt den Namen, der hat mir das geschrieben, ich spreche nicht aus, kannst du selber lesen. Lieber Udo, anbei im Anhang ein bisschen Aufklärungsmaterial für deine HF-Gemeinde. Ich habe keine HF-Gemeinde. Ich habe Gedanken, mehr habe ich nicht. Die kommen und gehen. Und die interessieren mich nicht. Mich interessieren die Gedanken nicht. Mich interessiert der, der sich jetzt den Udo ausdenkt. Das ist ein vollkommen neues Denken. Darüber könnte man natürlich wieder polemisieren. Das ist, ich kann jetzt ganz kurz die Figur, die ich mir ausdenke, denke ich mir jetzt eine Vergangenheit, die ist in Eimener schon gewesen, dann ist er hier voll wieder in den hinduistischen Kack abgesoffen, der natürlich auch absolut ist. Und dann schickt er mir hier zwei Briefe in Anhängen und ich mache jetzt nur einen auf. Und da geht dasselbe los. Die meinen immer, irgendwas zu widerlegen mit Schriftstücken. Anlehnen bei der Gotteslehre, wenn der Gott, auf den sich dies alles bezieht, als orientalische Götze die Bühne der Religionsgeschichte betritt. Jahwe als geschichtlich wirkender Gott. Die geschichtliche Versorgung Jahwe. Es sind Worte, wo du dir jetzt eine Vergangenheit ausdenkst. Ein Wetter- und Kriegsgott, der böse ist. Es ist Wissen, das du verwirklichst hier und jetzt als Vorstellung. Mehr ist es doch nicht. Ja. Das ist, mehr ist es doch nicht, egal was du liest. Du bestimmst doch, ob es ein Jahwe gibt oder keinen Jahwe gibt, ob es einen Gott gibt, keinen Gott gibt, ob die in der Vergangenheit dieses oder jenes gemacht haben. Du hängst in einem Wissenspool drin von unendlich viel Wissen, das heiliges Wissen ist, wenn man es ganzheitlich sieht. Ja. Es ist alles, Menschen sind so unendlich, normale Menschen sind erbärmlich. Und warum sind die so erbärmlich? Weil du sie dir so ausdenkst. Für mich ist das eine Führerscheinprüfungsbogenwelt. Das ist dasselbe in Gründer, wenn ich jetzt zurückgehe, der ist eine Zeit lang wieder begeistert und plötzlich saut er mich vollkommen ab, weil sie mich plötzlich durchschauen. Das Spiel haben wir schon so oft gehabt bei so vielen Menschen. Weil dann der Satan, ihr eigener Scheider, ihr Urteiler wieder, der ihn richtig und verkehrt urteilt. Ich sage, er hat recht, die haben alle recht, es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich will deinen Glauben nicht verändern. Ich will den wach machen, der mit in Verbindung mit einem dogmatischen Glauben in einer extrem zerstrittenen Welt voller Sorgen und Überlebenskampf lebt. Er sich selbst, in dir sich selbst hineindeckt als Brösel. Ja. Man achte auf meine Worte. Und jetzt muss ich dazu sagen hier, bei dem angeblichen Nicht-Kirchenpsychologen, in dem Video, wo er kurz auftaucht, da gehe ich hier auf dies drauf, wie geistlos muss einer sein, wenn er das liest. Wenn er das liest, diese Struktur, die ich hier demonstriere, diese göttliche Schöpfung mit Physikbüchern allen drum und dran. Ja. Und er sagt dann, ich bin ein Idiot, der Dilettant Bachelor. Ja. Aber jetzt kommt der große Hammer, was ich dir sage. Dass all das, was du dir ausdenkst, kommt aus dir. Weiß ich. Mhm. Jedes Buch, das du in die Hand nimmst, entsteht in deinem Kopf, weil du es dir ausdenkst und es kommt aus dir, aus deinem eigenen Zentrum. Das bist du, Dadvamasi, das bist du. Ich sage immer wieder, alles, was der Udo dir erzählt, ist dein Wissen und du willst es einfach nicht wahrhaben. Und dann wirst du leiden, wenn du Geist bist und wenn du nur ein Gedanke bist, dass du wirklich nur eine KI bist, wie in einem Videospiel, dann ist es eh wurscht, dass wir drüber reden. Dann kannst du dich mit einem Computer unterhalten oder mit einer Wand oder mit einem Baum unterhalten. Ja, so ist es. Es muss ein Geist da sein. Dass einer hier in einem Selbstgespräch von mir das erklärt bekommt, was soll ich denn noch machen, dass ich der bin, der ich bin? Ist das Zufall mit dem Jupiter? Alles Zufall, diese ganze Struktur, wo alle Religionen verwoben waren. Ich mache dir das in den Upanishaden genauso wie im Koran. Oder man kann nur Demut, fällt gar nichts anderes. Das ist ja, dass ich dir das Wissen zuspreche. Ja. Jetzt ganz kurz wieder zurück, Moment. Jetzt machen wir unser Bild, das reicht jetzt. So, jetzt müsste es mich wieder haben. Ja. Es ist, wenn du die Offenbarungen liest, das geht, ich bin, du geh doch schon los, du denkst dir doch jetzt dieses Buch aus, du denkst dir doch jedes Buch aus.
geh in diese Phase, dass du sagst, ich träume jetzt. Es ist was Intimes. Ich sage immer, hüte dich, irgendjemand anderen aufklären zu wollen. Ich mache das nicht. Ich suche keine Menschen auf. Ich reagiere eventuell auf Menschen, die mich aufsuchen. Und selbst die halte ich mir vom Leib. Du kannst es über Selbstgespräche machen. Jedes Video, das du anklickst, öffnet sich in deinem Geist, nicht in den Computer vor dir, weil der Computer ja in dir drin ist. Genau so ist es. Und dann sage ich immer wieder, du denkst jetzt, du schreibst einen Roman. Wenn du dich hinsetzt, wird jede Figur so sein, wie du sie dir ausdenkst, wenn du einen Roman schreibst. Deine hyperrealistisch wahrgenommene Welt auf deiner Verarbeitung ist nichts anderes. Das beweise ich arithmetisch hundertprozentig sicher. Bei mir darf kein Joda verloren gehen. Und dann muss ich mir anhören, der Dilettant bätscherweise belesen sind, ob das jetzt hier ein Klaus ist, ob das dieser Nickname-Idiot ist. Es sind Idioten, es sind Gedanken, die sind es nicht wert, dass sie die Welt bescheißen. Ja. Wenn jetzt ein Hauch von Geist hinter dir sein sollte und du bist einer dieser zwei, du wirst noch lange, lange viele Leben leiden. Das ist jetzt keine Drohung, sondern das ist schlichtweg und einfach, wenn du ständig die falschen Kreuze setzt und du die einfachsten Sätze nicht verstehst, dass du immer wieder dir selbst dieser anerzogenen Logik deiner Lehrer auf den Leim gehst, weil du meinst, irgendjemand, den du Geist dir ausdenkst, der könnte mächtiger sein als du selbst. Lass das auf dich wirken. Egal, wen du jetzt denkst, an was du denkst, es ist, weil du es denkst. Die Ursache, dass du das denkst, ist dein Intellekt, dein Wissen. Aber ist es dein Wissen? Ist Wissen, das du nachplapperst aus das Buch heraus, aus jetzt ausgedachten Lehren, ist es dein Wissen oder ist es nachgeäfftes Wissen? Das ist die Ursache, dass du glaubst, du bist ein Affe, ein sterbliches Säugetier. Ja. Dass du möglichst lange versuchst, dein Leben zu halten, indem du von einem Arzt zum anderen rennst, der auch nur nachäfft, sollte doch ein Geist im Hintergrund sein. Was aber wiederum nur Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen sind. Nicht mehr, aber viel, viel weniger, wenn man weiß, dass Gott rot geschrieben, der absolute Mittelpunkt, dieses Dual, du bist nichts. Aus diesem Nihilo entspringt alles. Ja. Diese Filmbeispiele, die ich bringe, wo ich Physik, Religionen, alles verknüpfe, in eine absolute Einheit, wo jede Facette, jeder Spritzer, der rausspritzt, ist ein wichtiges Teilchen vom Heiligen Ganzen. Wie oft habe ich gesagt, du bist der Kabelstecker im Auto. Wenn ich dich abziehe, wenn du nicht an der richtigen Stelle steckst, funktioniert das ganze Auto nicht. Die Welt, die du dir jetzt um dich herum ausdeckst, die letztendlich nur aus ständig wechselnden Informationen besteht, ist ein Produkt dessen, dieses Glaubens, an dem du festhältst, der im Widerspruch zu so vielen anderen Glaubenssystemen steht. Holofeeling steht nicht im Widerspruch zu irgendeinem Glaubenssystem. Es ist es summa summarum von einem Glaubenssystem. Ja. Und wenn du dich im Innersten änderst, du bist der Einzige, der das verändern kann. Ein Traum kann letztendlich nur der Geist verändern, der träumt. Du hättest nämlich die Freiheit, dir die Sachen anders zu denken, wie deine Logik dir das vorschreibt. Dein anerzogenes Wissen. Es wäre jetzt praktisch, wenn man grobe Metapher, wenn der Computer von sich aus bestimmen könnte, welche Internetseiten er aufmacht. Es bestimmt aber immer noch der vom Computer sitzt, weil der Computer was Ausgedachtes ist. Ja. Und jetzt machen wir statt Computer, sage ich, der vor Computer sitzt, hätte prinzipiell die Freiheit, andere Internetseiten anzuschauen, wie die, die ihn seine Logik aufzwingt, sein Interesse, zwingt ihn doch ständig immer auf dieselben Seiten. Du könntest das ganze Internet, ich sage immer wieder, du könntest russisches Internet aufmachen, israelisches Internet oder französisches Internet aufmachen, aber du magst es nicht, weil deine Logik das nicht macht. Das heißt, du musst deine Logik erweitern. Ich sage immer wieder, Vervollkommnung besteht, verbessern besteht nicht, dass du das Schlechte wegmachst und dafür was anderes kriegst, sondern dass du zu dem, was du schon hast, nochmal was dazu machst. Ja. So und ist das es. Dann auf eine höhere Ebene, mein Beispiel mit Kreis und Dreieck, wenn du in der Welt der Flächen bist. Nicht sagen, ich will das Dreieck nicht, ich will einen Kreis. Wünsch dir doch einen Kegel, dann hast du beides gleichzeitig und was vollkommen Neues dazu. Ja. Das ist das Prinzip von Holofeeling. Und da wirst du merken, die Masse der Menschen, da wenn ich dann immer Namen sage, jetzt hier, unser Ruth ist jetzt nur ein Vorname, Ruth-Punkt, gibt es ganz Haufen andere Ruths, in ihren Klünge, ihr Leben lang hier in der Familie, in irgendeiner Sekte, in einer christlichen Sekte.
Und dann kommen die mit Holofeeling zusammen und da ist ein Hauch von Geister. Und jetzt versucht die natürlich zu missionieren. Und dann schreibt sie mir, jetzt werde ich von meinem Mann mit Bibelfersen zugeschissen. Und ich sage immer wieder, da möchte ich jetzt dabei sein, weil es sind ja meine Verse. Bei aller Bescheidenheit, alle, egal was du magst. Und dann möchte ich mal schauen, wie einseitig der das wieder auslegt. Und dann sage ich, lass uns doch einmal nachschauen, was da drin steht. Deine einseitigen Auslegungen, ich lege nicht einseitig aus. Für mich ist ein Wort, ein einzelnes Wort, ein 400-Seiten-Buch. Und wie das arithmetisch verknüpft ist, dann schaust du einfach mal in die Holo-Arithmetik und schaust dir die Bücher an. Aber dann schalten die Leute ab, weil da müssen wir ja dann was lernen. Um Himmels Willen, da müsste ich ja was lernen. Lieber schwatze ich doch lieber irgendwas nach mit einseitigen Sichtweisen. Da müsste ich ja geistreich denken. Eine Maschine ist logisch, aber nicht geistreich. Ich sage, du bist vollkommen logisch, aber nicht besonders geistreich. Die muss eins klar sein, ein Computer, der ein Virus hat, der kriegt es nicht mit. Ich sage immer wieder diese Computermetapher, ob du ein Computer jetzt, das ist ja eine höhere Ebene, der Mensch, der kann ja einen Computer beeinflussen, indem er das Programm verändert. Ob ich in einem Computer eine Programmveränderung durchführe, die ich jetzt Update nenne, oder die ich Virus nenne. Es ist für den Computer einfach eine Programmveränderung, gegen die er sich nicht wehren kann. Und die wird er dann, so wie es verändert wurde, wird er dann neu arbeiten. Und er selber kriegt es doch gar nicht mit. Meinst du, wenn ich dir mit dem Hammer auf deine jetzt ausgedachte Hand deines jetzt ausgedachten Körpers haue, dass die Hand es mitkriegt? Die Hand als Ding an sich. Meinst du, dein Gehirn kriegt es mit? Es wird für dich so sein, wie du dir das ausdenkst. Dann hat meine Hand Schmerzen, hat die Hand wirklich Schmerzen? Nein. Ja, und was passiert dann im Gehirn? Das, was du dir denkst, was in einem Computerchip passiert, im Computer. Und da kann der Udo tausendmal sagen, was denkst du, wenn du an einen Menschen denkst? Du denkst an einen Körper, du denkst an ein Gehirn mit einem gewissen Bewusstsein, das da drin ist. Und an was denkst du, wenn du hier an einen Computer denkst, an ein Gehäuse, das ist der Körper, und an einen Computerchip mit Programmen? Das ist das Bewusstsein, ist doch nicht Wissen. Ja. Du bist das Bewusstsein. Ja. Der träumende Geist ist das Bewusstsein. Rot gesteht. In dem Moment, wo wir von träumenden Geist reden, vom Bewusstsein reden, stellen wir uns doch an, was denkst du bei dem Wort Bewusstsein? Das ist das Problem. Nicht ausgedachtes. Und das verstehen Menschen, die Masse der Menschen versteht es nicht. Du bist der Einzige, der es verstehen kann. Du, nur du. Das hat auch ein Udo nicht verstanden, weil der Udo ein Gedanke von dir ist. Ich habe noch nie was anderes behauptet. Das heißt, die Spiegelung, wenn hier dieses Nickname jetzt schreibt, ich blähe mein Ego auf, wie klein soll ich mich denn noch machen? Dann hör dir mal 100 Selbstgespräche an, wo ich jedes Mal sage, ich bin ein Gedanke von dir. Ich werde das erzählen, was du jetzt träumst. Ich bin unwichtig und ich bin, du heißt am Anfang, mein Menschensohn ist ein Wegweiser. Der Wegweiser ist vollkommen unwichtig. Die Richtung ist wichtig und die Richtung, auf die ich zeige, das bist du. Du selbst, du, der du dir jetzt dieses Gespräch ausdenkst, dir Helga ausdenkst, dann Udo ausdenkst und dich selbst. Helga und Udo sind jetzt bloß Pixelmännchen. Du selbst bist eine real sinnlich wahrgenommene Information von dir selber, die dich einhüllt. Jetzt könnte ich wieder sagen, jetzt denk an deinen Schädel, mach die Augen zu und denk die Augen vor dich hin. Du sitzt hinter den Augen, die Haare über dich, du sitzt unter den Haaren. Dann kann ich sagen, wie schon weg, jetzt denk an das Zimmer. Ja. Vor dir jetzt der Computer oder das Handy oder je nachdem, immer wieder, ich erwähne, es hängt jetzt sehr davon ab, wer du zu sein glaubst, was du aus den Worten magst, inwieweit du diesen Worten folgen kannst oder nicht folgen kannst. Es sind immer zwei Sachen. Figuren, Menschen gibt es nichts zu retten. Die sind schon weg, wenn sie nicht mehr gedacht werden von uns. Jetzt mache ich uns eins. Das wirst du akzeptieren müssen. Ja. Und bitte nicht sagen, wenn du nicht mehr an was denkst, hast du das verloren, dann kriegst du es zurück. Weil alles, was du dir ausdenkst, stellst du dir ja vor. Du stellst es vor dich hin. Das ist die deutsch-deutsche Vordersprache in Verbindung mit Ivri, ein Computerprogramm. Da musst du einfach Holo-Arithmetik dir anschauen. Absolut präzise, göttlich präzise. Ja. Und wenn du jetzt irgendeinen hast, den du dort teilhaben lassen willst, ist ja nur eine Facette von uns. Das ist jetzt das, was du jetzt erlebst. Aber du hast dich verändert, Helga. Ja, ich weiß das. Wenn ich jetzt sage, das Helga-Programm hat sich erweitert. Ja. Jetzt lass nochmal die Geschichte erzählen.
Ja, ich habe mich jetzt ein paar Mal getroffen mit unserer Chemnitzer Gruppe. Und jetzt, Entschuldigung, ganz kurz, das ist jetzt einfach wieder nur Worte, was du Geist ja, hast, der richtig. Geist, der vom Computer ja. sitzt. Das Außen ist, spielt alles sich jetzt nur in deinem ja. Kopf ab, inwieweit du das machst. Und jetzt richtig. Erzähl die Geschichte. Aber ich will nur sagen, ich hätte mir das nicht vor einem Jahr träumen lassen, wie ich mit den, wie wir gemeinsam in einer Form zusammengewachsen sind, die alle aus meinem Geist sind, diese Liebesfähigkeit, das Verstehen untereinander, die Toleranz. Also Udo, ich bin einfach manchmal nur, denke ich, was hast du mit Holofeeling aus mir gemacht, aus dem... Du, selber aus dir, ja, das ist jetzt ganz selber, jetzt ja. der Traum, der entsteht durch das Helga-Programm. Du hast das Helga-Programm verändert. Alle Figuren, von denen wir richtig. Jetzt reden, die sind nur Gedanken. Ja. Du, Geist, der du jetzt vom Computer sitzt, hast dieselbe Macht, dass die Menschen durch ja. zauberhaft um dich herum wie durch ja. Zauberhaft sich verändern, ja. weil du dich veränderst. Wie war das nochmal? Ich mache ganz einfach. Wenn du starr und unbeweglich vor einem Spiegel sitzt, und du denkst dir gedanklich, während du das Spiegelbild vor dich hin denkst, fang endlich an, dich zu bewegen. Mach endlich, veränder dich endlich. Du wartest auf etwas, auf ein Wunder, das du auslösen kannst, indem du als Subjekt vor dem Spiegel anfängst ja. zu lächeln. Dann ja. wird das Spiegelbild lächeln. Und wenn du da reinschreist in den Spiegel, halt endlich den Mund, kannst du nicht still sein, du blöde Hund, und halt doch endlich, sei, werde Stille. Du wirst auf Nimmerleinsdorf warten, er wird nicht still werden, bevor du der Erste bist, der still ist. Ja. Jetzt ist aber die Sache, dass es nicht darum geht, in die Einseitigkeit zu gehen, dass plötzlich nur noch von dir liebe Menschen ausgedacht werden. Nein, das ist ja so, ich will mir nur noch Berge ausdenken. Ich will mit Dälern nichts mehr zu tun haben. Es funktioniert nicht. Aber ich kann mich erweitern. Die Sache, was du kannst in dein Nahfeld. Das, was jetzt auch auf der VR-Brille ist, wo ich sage, ich habe es nur mit sehr liebenswerten Menschen zu tun. Das sind ganz wenige. Ja. Ganz wenige. Die sind teilweise noch sehr unreif und sehr bemüht. Da schmunzle ich. Das ist wie kleine Kinder, die ich auf dem Spielplatz anschaue. Aber die sind liebenswert. Und die Masse drumherum sind nur Hintergründe, an die denke ich gar nicht, außer ich brauche die jetzt als Beispiel. Das sind genau die Figuren. Jeden, wo ich auftauche, hat eine riesengroße Chance. Und wenn ich jetzt ich sage, beziehe ich das nicht nur auf den Udo. Was meinst du, als wie viele Personen ich schon in Träumen aufgetaucht ist? Das hängt jetzt davon ab, wo du in deinem Traum dich befindest. Im Mittelalter, in der Zukunft spielt keine Rolle. Wer meinst du, wer Friedrich Weinreb ist? Wer meinst du, wer Jakob Lorber ist? Wer meinst du, wer Jesus ist oder Buddha ist? Das bin immer ich. Aber jetzt kommt der große Hammerschlag. Ich behaupte, dass ich du bin. Die Quelle für all diese Figuren. Ich arbeite bloß mit allen Wissen. Ich werde mich nie mit einem Gedanken von mir verwechseln. Und jetzt kommt mein Beispiel, wenn ich sage, wenn ich einen Basic-Computer habe, da kann ich eben nur Basic reden. Es ist, wenn ich sage, lass uns wieder normal reden. Jetzt, wenn du eine Geschichte erzählst, das ist alles okay. Die große Frage, du, wer hat jetzt die Geschichte erzählt? Du hast einen Lautsprecher zugehört, wenn die Helga spricht. Und wen hörst du, wenn der Udo spricht? Denselben Lautsprecher. Ich sage doch, dass die Helga und ich dieselben sind. Ja, wir ja. sind derselbe. Ja. Zumindest derselbe Lautsprecher, den du jetzt sprechen hörst. Ja. Das ist hundertprozentig sicher. Das ist so ungewohnt, weil das allen widerspricht, was für dich bisher logisch war. Aber es widerspricht nicht, sondern es vervollkommnet. Es sind Perspektiven, die dir noch nie in den Sinn gekommen sind. Ein Computer wird immer das bloß als Sinn, als Sinus auftauchen, als flackernde Lämpchen und als Lautsprechergeräusche. Es sind alles, was du Schwingung nennst. Diese Schwingung plus, minus gibt es nicht. Es gibt bloß diese Schwingung, weil selbst wenn es schwingt, bleibt es immer heil. Es bleibt immer null. Weil es immer hier auf dem Nullpunkt kommt. Es ist immer in diesem in den Punkt der Kamera ja. obscura. So ist es. Das ist das, was ist. Und ja. wenn du Geist bist, wirst du wachsen. Und wenn du keiner bist, wenn du nur Information bist, dann löst du dich mit nächsten Gedanken schon auf. Und jetzt kommt nochmal das Anfang des Gespräches. Es gibt keinen dümmeren Geistesfunk, jemand, der meint, er müsste einen Idioten, den er sich ausdenkt, erklären, dass er Idiot ist. Ja. Jetzt könnte ich sagen, ich habe mit Sicherheit, wenn ich hier Antworten gebe, mit Sicherheit nicht dem diesen Nickname gegeben oder den Klaus gegeben. Immer wieder fallen die wieder zurück. Das ist, wenn ich jetzt unseren Namen mache, ist ja die auch schon so gegangen. Oder die Heidemarie, die so bemüht ist. Das Ego bäumt sich auf, das Rechthaben bäumt sich auf. Dann, ich habe Sachen, die sind eine Phase lang himmelhoch jauchzen und dann fallen sie wieder weg. Wenn wir unseren kleinen Moritz jetzt nehmen, der hier schon fast unseren Chat zumüllt.
Das ist Begeisterung. Das stört nicht. Dann habe ich wieder hier welche, wahrlich, ich sage dir, ich bin Gott. Also unser Ron kann es nicht lassen. Der 1000-mal hier zuerst immer den Chatnamen verändert, dann die Phase, wo er, ich mache jetzt nicht vorwerfen, eine Geschichte, wo er dann in Redo anruft, wahrlich, ich sage dir, ich bin UB und du hast jetzt das zu schreiben, was ich dir zu sagen habe. Dann tut er unser Nickname sogar in den Chat mit reinnehmen, der ist dann Gott sei Dank gleich wieder rausgegangen. Warum macht er das? Dass er wieder einen Eiderbickel reinsetzt, einen Cleverbot reinsetzt, der das Ding zumüllt? Es ist übrigens nicht, dass du jetzt meinst, wenn du Holofeeling machst, bist du ein besserer Mensch in Bezug auf einen blauen, ausgedachten Menschen. Wenn du Holofeeling verstanden hast, machst du dich zu einem absoluten Nichts. Ja. Und umso mehr dir bewusst wird, dass du nichts anderes bist als Geist, Rot, etwas, was gar nicht existieren kann als Ding so an sich. Ja. Ein träumender Geist. Wie oft erkläre ich in Selbstgesprächen, an was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst? An einen Körper, der da liegt, die Augen zu hat und träumt, in seinem Kopf Bilder auswechselt. Das sind doch alles Gedanken von dir. Alles Gedanken, alles Worte, ja. Ewigkeit, das ewige ja. Leben wirst du in dem Augenblick bewusst erleben. In dem Moment, wo dir bewusst ist, was du bist. Du bist etwas, was als Ding an sich nicht existieren kann. Du kannst nicht aus dir selbst heraustreten. Du kannst dich als einen Gedanken ausdenken. Du kannst dich jetzt als einen 10-Jährigen denken oder einen 6-Jährigen, der in die Schule kommt. Aber die Bilder, die Informationen, die sich in dir selbst aufbauen, ich sage ein, die dich einhüllen. Du bist der, der sich das ausdenkt, der es um dich herum sich gedanklich aufbaut und anschaut, aber nicht irgendein Gedanke von dir. Du bist nicht in der Lage, an dich selbst zu denken, ohne dich zu einer Information zu machen, zu einem Gedanke, sonst siehst du ja nichts. Das ist ein ganz einfacher Satz. Ja. Um das zu akzeptieren, das trennt die Spreu vom Weizen. Und wenn du den Punkt hast, dass du das anfängst zu akzeptieren, und darum spielst du das Spiel alleine. Das ist meine Botschaft, richtet sich nicht an irgendwelche Menschen, die du dir ausdenkst, nicht einmal an den Trockennasenaffen jetzt, blau gelesen, nicht einmal an den, der jetzt vom Computer sitzt, der jetzt wieder da ist, wenn du an deinen Körper denkst. Mich interessiert nur der, der sich seine komplett eigenständige Welt ausdenkt. Da gibt es ja nichts zu missionieren. Und ja. In dem Augenblick, wo das in dir wächst, und jetzt ist natürlich, du hast ja dein Leben weiterzuleben als Brösel. Ich sage immer wieder, auf der Bühne deine Rolle zu spielen, die ich unangetastet lasse. Wenn sich in dir was verändert, das ist das, was du jetzt erlebst mit den wenigen um dich herum, bei der Spiegelung in Wann. Und jeder dieser Handvoll Leute, ich gehe mal davon aus, dass hier mein Christian dabei ist. Ja, die waren das letzte Mal nicht dabei, die waren ja bei dir. Aber die gehören ja eigentlich aber so das ist auch immer, wenn, so wenn eine Harmonie, das ist... Dass man zu verstehen beginnt. Und trotzdem hat jeder dieser Facetten, dieser Rollen, ist derselbe Geist, nur mit anderen Programmen sein eigenes Böttelchen zu tragen im Alltagsleben. Ja. Auch die Martina, also ich hätte mir das nicht träumen können. Mit Besserwisserei kommt man nicht weiter. Demut bringt dich. Demut ist der größte Mut, den es überhaupt gibt. Einen demütigen Menschen kann nicht zu niemandem demütigen. So ist es. Darum sage ich nochmal mein Nickname. Mich demütigt der überhaupt nicht. Ja. Wieder so ein einfacher Satz, wenn irgendeine Figur in deinem Traum irgendeine einseitige Kritik äußert. Es sagt nichts aus über das, was kritisch ist. Ob der was über Udo Petscher sagt oder über Putin sagt oder über Trump sagt. Er kennt weder den einen noch den anderen. Er kocht sein eigenes Süppchen und meint, er hat nichts damit zu tun. Er hat es ja längst durchschaut. Er hat den Udo ja längst durchschaut. Wir haben den Trump ja längst durchschaut. Oder den Putin ja längst durchschaut. Und dann wiederhole ich mache so krasse Fehler in den Führerscheinprüfungsbogen der Massenmedien, um dir die Geistlosigkeit dieser Welt, die du dir selbst ausdenkst, die nur ein Spiegelbild deiner eigenen Geistlosigkeit ist. So ist es. Wenn wir jetzt den neuen Giftgasanschlag nehmen. Ich sage, wie dumm stellst du dir eigentlich einen Putin vor? Ich mache jetzt mal ohne Namen. Wir hatten ja das Spiel schon mit dem englischen Agenten, mit dem russischen Giftgas und jetzt nimmt er wieder das russische Giftgas, wo die sagen, das ist ja festgestellt worden, das ist das russische Giftgas. Ich mache jetzt mal ganz neutral. Dann haben sogar ein Foto, wo wahrscheinlich mutmaßlich, es heißt immer mutmaßlich, den Tee, den er am Flughafen getrunken hat, der war vergiftet mit dem Giftgas. Wie blöd wäre eigentlich ein Putin, der hätte... Dass er dann sogar noch überlebt. Es gibt Gifte,
Arsen, Strychnin, egal was, wo der gar nicht erst überlebt, dass man da immer dann was nimmt, wo man ja eindeutig dann sagen kann, das muss der Putin gewesen sein. Oder erinnert dich ja mal an diese vielen Terroranschläge. Ich glaube, waren 5 Stück die letzten jetzt ausgedachten Jahre, Anfang bei 9/11, wo diese Gebäude zerstauben, immer dran denken, du hörst jetzt Worte und jetzt denkt man zur Vergangenheit aus. Und dann findet man in diesen Haufen den Reisepass von dem, der in dem Flugzeug drin gesessen ist. Ja. Aber pass auf, das Spiel habe ich ja in deiner Traumwelt 5-mal in Nizza, in Paris, in Berlin, immer wird der Reisepass von der, der hinterlässt seinen Reisepass oder den Ausweis im Dortfahrzeug. Ich sage, könnt ihr denn überhaupt nicht denken, wie könnt ihr eigentlich diese Presse, die ich euch einspiele, in meinem Traum, das sind Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen, habt ihr denn überhaupt keinen Verstand? Ja, das ist die Masse hat keinen Verstand. Also ich habe nur Verstand, Entschuldigung, es sind Programme. Es ist wie wenn du KIs in einem Videospiel analysierst. Das ist ein Dasein müssen, ein Funktionieren müssen. So ist es. Aber du stehst vor allem, du Geist, denkst dir das aus. Du hast die Welt, die du mit deinem Schwamminhalt, wie ich das nenne, mit deinem Intellekt aufbaust. So ist es. Und versuch das niemals, irgendeinen Gedanken von dir zu erklären, was er ist. So, und wenn du das einmal wirklich in Ansätzen akzeptierst, fängst du an, wieder alle Selbstgespräche und alle Vorträge nochmal anzuhören. Und dann wirst du wirklich akzeptieren, selbst den Almener-Vortrag, wo der Klaus, glaube ich, drin war. Du mich hast das alles interessiert schon hier nur der mich sprechen hört. Ja. Und wenn der nicht da ist, sondern nur Figuren, die ich mir ausdenke, rede ich ins Leere. Nein, es ist immer einer da, der mich sprechen hört. Ich höre mich jetzt sprechen. Ich höre mich jetzt sprechen. Bist du schon ich? Ich behaupte, dass ich du bin. Wir können das jetzt präzisieren, dass du jetzt einen Lautsprecher zuhörst. Das bin nicht ich. Du kannst jetzt ein Udo ausdenken und sagen, das spricht ja der Udo, das wurde aufgenommen, das bin nicht ich. Merkst du, du bist schon voll in einem Konstrukt. Was hört eigentlich, oder was, wir reduzieren einmal das Hören auf, was nimmt eigentlich ein träumender Geist wahr? Er nimmt nur immer seine eigenen Gedanken wahr. So ist es. Ja. Das ist hundertprozentig. Das ist absolut sicher. Also ich sage, wenn du schon gezwungen bist, an dich zu denken, um dich in eine Existenz zu heben, dann mach nicht ein sterbliches Säugetier aus dir, sondern einen träumenden Geist, der auch was ausgedacht hat. Auch was ausgedacht. Wie oft habe ich das gesagt? Alles für ausgedachte Dinge gilt, die müssen so sein, wie sie von dem eigentlichen roten Geist gedacht werden. Ja. Von dem, der seine eigenen Informationen erlebt. Aber dann haben wir diese schöne Reihe, dass du dann feststellst, dass ein träumender Geist sich nicht raussucht, was er träumt. Und du kannst dir nicht raussuchen, dass du jetzt in diesem Moment dieses Video anschaust in deinem Traum. Und du kannst dir nicht raussuchen, was dieser Lautsprecher jetzt für Geräusche in dir auslöst. Schon wieder falsch gedacht, der Lautsprecher löst gar keine. Da ist immer im Hintergrund noch das Wissen mit Schwingen, mit Schallwellen, Longitudinalwellen. Wenn das einmal weg ist, kannst du mit einem anderen Programm funktionieren. Es funktioniert ganz anders in Wirklichkeit. Und das kriegst du von mir geschenkt, das schalte ich in dir frei, es wird dir einfallen, wenn du die Reife hast, dass du zuerst einmal die einfachen Sätze von mir akzeptierst, von uns. Das ist es, so wie die Helga akzeptiert. Ich erinnere mich an eine Helga, wo mich ein Helga Bender anruft, sie will einen Vortrag organisieren. Erst der Fiegenstall-Vortrag, danach vollkommen entsetzt, die Schnauze voll kaputt, bis zum es geht nicht mehr. Zweiter Fiegenstall-Vortrag in kürzester Zeit. Ja. Wieder die Schnauze total voll gehabt wegen den Stressdritter. Hast du dir das raussuchen können? Du sagst, hier bin ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Und es ist jetzt immer ein Unterschied, ob da ein Geist äußert, ob es wirklich nur Protagonisten sind. Alles, was du sagst, das bin ich nicht, ist eh bloß vergängliche Erscheinung. Und da, wo du sagst, das bin ich, mit dem du dich verwechselst, ist genauso als Information eine vergängliche Erscheinung. Ich erkläre dir, was du wirklich bist. Und da habe ich jetzt schon das wirkende Licht. Aber ich gehe mal noch genauer drauf ein, dieses Wirklicht, das K am Ende, ich mache immer das Wirklicht, jetzt schieben wir das K mal weg, wir machen Vordersprache. Dann haben wir und das K am Ende heißt ja dein, dann heißt es dein Wir. Dein Wir, ja. Dein Wir ist unser Wir. Ja. Und dann beginnt das Licht. Aber das beginnt ja schon mal mit Licht. Wenn wir jetzt in Gematrie Explorer uns das genau, wir machen das einmal nur schnell und dann lassen wir es gut sein. Ja.
Wir springen da ganz, ganz kurz einmal schnell rein. Schau, wir haben zuerst einmal, wir haben ja zwei Möglichkeiten. Ich sage immer, interessant wäre es, wenn man das, sieht ja schon aus wie ein Schinn, wie ein Weh. Das ist jetzt nicht normal. Ich mache immer gerne aus dem Schinn ein Weh. Ja. Siehst du das? Und Ja, dann ja. machen wir das mit einem Weh. Das ist jetzt Ja. wir. Schau, Ja. jetzt hast du Gedicht, Gesang, ein Lied, ein Tempelsänger. Singen. Ein Überbleibsel. Das ist immer über dir im Leib. Ist das Bewusstsein Gottes. Wenn ich das in Rot mache. Bist du dabei, ja. Helga? Ja, ich bin dabei. Abwaschwert gespiegelt ist übrigens der Adam. Ja, Adam. Das ist es wir. Wir ja. ist Adam. Es gibt nur einen Adam. Adam gibt es nicht in der Mehrzahl. Normalerweise ja. ist ja das WAF, W-I-R, wer das hier? Schau. Und das gibt es jetzt natürlich, das ist rot geschrieben, wir, ein verbundener göttlicher Kopf. Wir ja. verbunden im göttlichen Kopf. Ja. Blau ist es nur eine aufgespannte intellektuelle Rationalität. Das sind dann die blauen wir. Atpasch 1, 2, 3. Gehe ich in dem letzten Selbstgespräch auch im ersten. 1, 2, 3 sind die sogenannten absoluten Primzahlen, die ersten drei. Muss man die Holoarithmetik lesen. Das wäre jetzt, da geht jetzt wirklich Computerstruktur los. Okay? Ja. Jetzt, wenn ich ja, wenn ich jetzt hier das Kaff mache, das ist dein Wir, das sind wir. Dann haben wir das Licht. Das Licht beginnt jetzt erst einmal mit LI-Chat. Ja. Schau, das ist die Frische, die Lebenskraft. Ja. Wir können auch lesen, ein wirkendes Ich. Okay? Ja. Dieses L-Ich, das Licht deines Ich. Das Licht, göttlich kollektiv, ist ja Ich, I-Chat. Wir können natürlich das Li einzeln lesen in dem Licht. Dann wird es ganz interessant, das heißt zu mir. Mir erscheint, zu mir kommt. Das ist rot gelesen, das Licht Gottes oder das Licht deines Intellekts. Dieses Licht deines Intellekts, das jetzt zu dir kommt, das ist dein Schwamminhalt. Der macht Chat-D. Ja. Der versetzt dich in Schrecken. Ja. Schien er die logisch berechneten Ecken. Schrecken, Schrocken, Schrecker, Fit, zerbrochen. ZR, die Geburt einer Berechnung, heißt zu Form werden. Ja. Das ist das Spiel. Das ist das Spiel. Das ist jetzt ein ganz simples, eine Bibifax-Sprache. Im Hintergrund ist ein Komplex, der sich dann momentan in Vorstellungskraft vollkommen entzieht. Ja. Ja. Was ich jetzt zurzeit mache, ist das Unmögliche, dass du versuchst, einen noch nicht abgenabelten Fetus im neunten Schwangerschaftsmonat zu erklären, wie ein Computer funktioniert. Das ist alles schon in dir drin. Und du wirst es noch bei Zeiten verstehen. Aber du musst erst einmal dich abnabeln von dem Wahn, dich mit einem Gedanken von dir selbst zu verwechseln. Ja. Du musst dich komplett lösen davon, dass du glaubst, du bist der, der jetzt vom Computer sitzt. Wo war der jetzt die ganze Zeit? Ich habe so viele Beispiele mit der Brille, mit den 16 Perspektiven. Ja, ja. Es ist was so unendlich Zeit. Es gibt bloß hier und jetzt, ein ewiges Hier und Jetzt mit ständig wechselnden Bildern. Und du wiederholst bis in alle Ewigkeit, wenn du Geist bist. Ich sage, ein Segen, wenn du jetzt nur ein Gedanke bist, den ich mir denke. Weil dann kriegst du gar nichts mit. Dann kriegst du so viel mit wie eine Figur in einem Videospiel, die rein KI gesteuert ist. Cleverbot gesteuert. Denen muss ich aber nicht erklären, dass sie geistlos sind. Ich wiederhole, es gibt keinen dümmeren Geist wie einer, der versucht, einen von ihm selbst ausgedachten Dummkopf zu erklären, dass er Dummkopf ist. Das ist wie wenn ich versuche, einen Computer zu erklären, dass er Computer ist. Du wirst es nicht einmal schaffen, einen Hund zu erklären zu können, dass er Hund ist, der ja schon sehr, der ausgedachte Hund, wesentlich lebendiger erscheint wie der Computer. Das ist übrigens, ich mache mal eine kleine Geschichte, weil die sehr interessant ist. Ich denke mir jetzt einmal an einen jungen Udon. Ich bin ja immer mit Hunden, wir haben immer Hunde gehabt. Und da war das für mich so unverständlich, dass wenn eine meinen Tiere, kommen jetzt Tiere in den Himmel oder kommen Tiere nicht in den Himmel, du kennst ja diese ganzen religiösen Gespräche, hat ein Tier eigentlich auch eine Seele? Und ich sage immer wieder, wenn du mit einem Hund zusammenlebst, wir haben immer, ich denke jetzt hier an mein Dorle, das war Dackel, der war dermaßen sensitiv, ich rede jetzt normal. Das heißt, ich mache mal so ein Musterbeispiel. Das ist jetzt nicht nur, dass man merkt, dass der wirklich alles gehört hat. Wir sitzen am Kockentisch und der hat immer so gepfutzt, der Hund. Und da sagt meine Mutti, und der Hund stinkt heute wieder.
Und dann dreht die den Kopf und die hat die Mimik, die Physiognomie von dem Hund, hast du richtig gesehen, dass der beleidigt ist. Wohlgemerkt, ich denke mir das jetzt. Ich könnte jetzt das beschwören, normal, ich sage, beschwöre nur das, was du mit eigenen Augen gesehen hast. Und dann geht sie, schaut meine Mutti richtig beleidigt an und geht runter und verzieht sich ins Wohnzimmer. Und die Emotionen, die ein Hund zeigt, wenn du jetzt meinetwegen eine Stunde weg musst und du sperrst den ein und du kommst zurück, die Freude, da ist doch die komplette Emotionswelt von einem Menschen. Und da habe ich nicht verstanden, wenn ich dann manchmal gelesen habe, dass Tiere keine Seele haben oder dass die nichts empfinden. Weil das doch offensichtlich ist. Ich sage bloß das Problem, ich habe zu den Menschen noch gehört, die das sehen, was die Logik auch vorschreibt. Das sind gläubige Menschen. Das, was ich jetzt erzähle, ist das genaue Gegenteil. Ich sage nicht zu niemandem, den du dir ausdenkst, hat eine Empfindung. Ja, ja. Es sind Figuren in einem Traum, das ist ganz anders. Das muss man zuerst einmal akzeptieren. Also ich kenne beide Seiten. Es ist durchaus auch richtig mit Emotionen mit dir. Aber jetzt könnte ich wieder auf den Calvinismus hinweisen. Sie gehen, da kommt keiner ins Himmelreich. Das ist ja Unvollkommenheit. Ich will ja nicht in die Hölle. Egal, wen du dir ausdenkst, der geht dahin, wo er herkommt. Wo kommen Gedanken her? Aus mir, nicht. In dem Augenblick, wo sie zu existieren anfangen. Wo gehen sie hin, wenn du sie nicht mehr denkst? Zurück. Da, wo sie herkommen. Es sind Welten. Sie entspringen aus El Hayom, ja, das Gott übersetzt hat, und sie fallen in El Hayom wieder rein. Ein ständiges Wogen von Gedanken, ein Auf und Ab. Und was ist der konstante Parameter dabei? Was ist der verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst, für alles, was du erlebst? Dass ich es ausdenke. Du selbst. Ja, das ist der, sich ausdenkt. Und diese einfache Erkenntnis, dass du feststellen, dass du die Masse der Menschen, die du dir ausdenkst, das nicht ums Verrecken holen akzeptieren wollen. Ja, und so mehr du dich bemühst, nicht die sind dumm. Du bist dumm, weil du die vorhergehenden Sätze nicht akzeptierst. Du musst der Erste sein, der loslässt. Und dann tauchen plötzlich welche in dir auf, die genauso reagieren, die das akzeptieren. Wobei das trotzdem Gedanken bleiben, die sich nicht bestand haben können, sondern das ist das, was ich merke, dass die roten Ichs, die noch extrem unter der Fuchtel ihres Intellekts, ihrer blauen Ich stehen, plötzlich begreifen, wir sind ja eigentlich der eine, der vom Bücherregal steht. Wir sind ja derselbe Geist. Es gibt nur einen Gott. So ist es. Es gibt nur einen einzigen Gott. Und der eine Gott ist nicht der Gott, den wir uns jetzt ausdenken, sondern der, der sich jetzt um Gott ausdenkt. Ja. Weil das ja schon wieder ein Gedanke ist. Gott, ein existierender Gott, ist kein Gott, er ist eine vergängliche Erscheinung. Ganz einfache Sätze. Und jetzt lassen wir es gut sein, Helge. Oder hast du noch was zu sagen? Nein, ich wollte dir eigentlich nur Danke sagen für diese, Du sagst dir jetzt selber Danke, weil du dir das ausdenkst. Ja, weil ich es mir ausgedacht habe. Das ist aber, ist alles okay. Ich sage immer wieder, wenn hier einer dir was Gutes tut, auf der Brösel-Ebene, willst du dir auch eine Freude machen. Und ich sage immer vom ersten Tag an, Helge, du weißt es, ich habe noch nie das, was ich in den Robert und Petra Brief kann man raussuchen, dieses Antwortschreiben, wo ich sage, ich habe noch nie irgendwie Geld verlangt, ich will nicht einmal spenden. Kann man gar nicht drüber. Ich mache dem, was ich kriege, aber wenn dir eine Freude macht, willst du den auch eine Freude machen, indem du mir was schickst, Müsli schickst oder egal was, du weißt es. Und es freut mich, dass du mir eine Freude machen willst, aber was mich noch viel mehr freut, wenn du anfängst, dich für dich selbst zu interessieren und dich freust, dass du das erleben darfst. Ja. Und da freue ich mich sehr. Und voller Demut wollte ich dir das sagen. Weil und ich sage immer, der alte Gangster da oben, wenn wir normal biblisch reden, der wird sich dabei schon was gedacht. Da ist es, ich lebe seit, jetzt rede ich wieder ganz normal, ich lebe seit 25 Jahren, lebe ich das absolute Carpe Diem. Das heißt, ich war morgens wach, sorge dich nicht um morgen. Und so, ich gehe davon aus, dass wenn ich heute Abend einschlafe, dass ich nicht mehr wach war. Ich mache das Beste draus in der Bemühung. Aber du wirst irgendwann einmal merken, vergängliche Erscheinungen verstehen das nicht. Und das ist die Botschaft, die ich sage. Und das ist was Intimes. Es ist ein Geschenk. Jeder, die wenigen, die Holofeeling anklicken, das sind keine besseren Menschen, das sind keine gescheiteren Menschen. Dann hast du das Wesentliche nicht verstanden. Und die, die reden, die in Holofeeling machen oder für die Holofeeling-Gemeinde, die haben gar nicht zugehört, es gibt keine Holofeeling-Gemeinde. Das sind alles ausgedachte Dinge. Ja,
Und du wirst denen das nicht erklären können, weil es einfach nur geistlose Figuren sind, die gar nicht wert sind, dass sie überleben. Es sind Schatten an der Wand. Die ganze Menschheit, deine Elite, die Superreichen wie die Bösen, sind Gedanken. Das ist hundertprozentig sicher. Übrigens jetzt, nur weil ich diese Worte ausspreche, dann sind sie schon wieder weg. Wenn alles nur Worte. Aber Udo, das macht Spaß, mit einer Gemeinschaft zusammen zu sein. Selbstverständlich, darum ist es doch auch da. Ja. Das Austauschen. Ja. Hey, du hast was erkannt, was ich. Ja. Das ist alles Austausch. Ja. Teilhaben lassen. Das wirklich, das sich erfreuen, wenn was wächst. Ich habe immer mal so einen Satz von mir, wenn ich jetzt Kinder nehme, sage ich, was ich liebe. Das sind Kinder, die mir Löcher in den Bauch fragen. Ja. Was mich, ich will jetzt kein negatives Wort nicht sagen, ich sage, was nicht so angenehm sind, das sind die arroganten Rechthaber, die Besserwisser, die neunmal klug, die hier null verstanden haben, Kinder, die Weisheiten raushämmern und überhaupt keine Ahnung nicht haben, diese ganzen, das sind normale Menschen, die nur zitieren, Einseitigkeiten zitieren und meinen, sie müssen diese Einseitigkeiten, ihre Wahrheit in die anderen Köpfe hineinhämmern. So ist es. Das, was ich dir erkläre, hat nichts mit einer Wahrnehmungseinheit zu tun, sondern mit etwas, was man nicht wahrnehmen kann. Sich selbst. Was ist ewiger Geist? Ja. Was ist Gott? Was ist die Quelle für die Welt? Wer hat die Welt erschaffen? Ja. Diese elementaren Frage der Menschheit. Hat die Menschheit, kann die Menschheit, die ich mir ausdenke, überhaupt sich andere Fragen stellen, wie ich dieser Menschheit, die ich mir denke, zuspreche? Das ist alles vom Tisch. Die Welt, die du dir ausdenkst, ist so, wie du sie dir ausdenkst. Ob du jetzt glaubst, du bist auf einer Scheibe, auf einer Kugel, in einer Matrix, das spielt überhaupt keine Rolle. Und die Dinge existieren auch nur, wenn du sie denkst. Aber im Hintergrund hast du halt dein Programm laufen. Und der Sinn dieses Lebens ist, dass du genau dieses spezielle Programm durchschaust, indem du das durchlebst. So wie du ein Buch durchlebst, Seite für Seite, jede Seite hier und jetzt, jeder Gedanke hier und jetzt. Jede Interpretation, persönlich getätigte, maskiert, projizierte Interpretation, baut auf deinem derzeitigen Intellekt auf, auf deinen Charakter, auf dem Abi, API, hebräisches Wort für Charakter, Aleph Pi. Habe ich das überhaupt schon mal angesprochen, dass der Charakter, der Schöpfer ist Pi? Das ist Abi. Der Schöpfer ist Pi, das ist die Kreiszahl. Du das kommst aus dem System nicht raus. Das sind so Kleinigkeiten. Wir haben uns ja den Film angesehen, den hatte ich ja bestellt. Das in der Gruppe. Ich habe dann auch hier, wenn du genau reinhaust, ich habe so einen Rapper mit drin. Ich stelle dann danach nochmal kurz an das Video mit dran. Und dann hörst du dir den genauen Text an und dann schaust du mal, was Gott ist. Gott ist Pi. Pi heißt die Weisheit Gottes. Die Weisheit. Weisheit Gottes. Ja. Da kann ich dann immer wieder sagen, wenn ich das alles erzähle, dass hier dieses, aber da würde ich jetzt zu weit gehen, wo ich mein Leo, meinen Namen versteckt habe. Das hat nichts mit dem Brösel oder zu tun, wie die Aussicht. Das kann ein Mensch gar nicht wissen. Das ist außer gut. Du denkst dir das in den Menschen hinein. Du musst der Erste sein, der das wissen muss. Ich behaupte, ich bin der Erste, aber ich sage nicht, dass ich der Udo bin. Der bin ich natürlich auch. Ich bin genauso die Helga und ich bin auch der, der jetzt vom Computer sitzt. Bloß du bist in einem extremen Zustand der Vergessenheit. Ich erkläre dir, was du bist ich. Und du hast Möglichkeit, noch viel gigantischere Träume zu erschaffen, glaub es mir. Jetzt kommt das nochmal aus der Matrix 2 raus. Und das ist immer wieder so dieser Weg mit Sterben. Du musst sterben, bevor du stirbst. Ja. Das heißt wach werden. Sterben ist wach werden. Du kriegst so einfache Sätze. Ich versichere dir, du Geist, was von dem, was du sterben nennst, was du dir auch immer in dem Sterbevorgang vordenkst. Es wird so sein und kommen hier und jetzt, wie du dir das ausdenkst. Du wirst aber davon als Geist so viel mitbekommen von der Auflösung, wie von deiner Geburt, vom Kommen. Gar nichts. Das ist immer wieder, wenn ich sage, beobachte mal, wenn du einschläfst. Du wirst das in dem Moment, wo, was man jetzt normal gesprochen sagt, wo du dein Bewusstsein verlierst, dass das abreißt, dass du einschläfst, das kannst du nicht beobachten. Nein, kannst du auch nicht. Das ist das Verrückte. Du konstruierst dann bloß wieder, wenn du wach wirst, wieder Vergangenheit. Das ist aber nur aus hier ständig wechselnden Gedanken. Aber da gibt es ja so ein, Holofeeling ist so ein Riesenwerk, wo ich wirklich auch in selbstgesprochen in tausendfachen Wiederholungen drauf eingehe. Wenn sich in dir was wiederholt, sag nicht, der erzählt ja wieder dasselbe.
Wenn es wieder auftaucht, hast du es noch nicht verstanden. Punkt. Und dann hörst du dir an, hörst dir 10.000 Mal an und plötzlich wirst du Heureka machen und dann wird es in dir nochmal auftauchen. Dann hast du es wirklich verstanden. Und solange sich Beispiele von mir in dir wiederholen, wenn du am Ball bleibst, KIs sortieren es dann gleich aus, weil sie meinen, sie kennen das ja schon. Aber ja. KI kann nichts kennen, ja. KI kann nichts verstehen, ein Programm. Ein Programm als Ding an sich versteht überhaupt nichts. Der Computer versteht auch nichts, weil das alles ausgedachte Dinge sind. Es hat ja nicht einmal Gott verstanden. Wenn ich das jetzt sage, klingt das komisch. Aber der Gott ist doch jetzt was Ausgedachtes. Wenn ich den rot schreibe, dann muss man aber dieses System wissen, das sind so Kleinigkeiten, die das ermöglichen, das zu verstehen. Okay, Helga, jetzt lassen wir es gut sein. Danke, danke, danke. Mehr kann ich nicht sagen. Lass dich überraschen. Tschüss. Tschüssi, mach's gut.